Hi, ich bin Elisabeth Herzog und Art Director und für das Set Design bei Color of Heaven verantwortlich. Wichtig beim Set-Design ist, dass man nicht einfach nur einen schönen Raum kreiert, dass alles schön aussieht, sondern dass man mit Möbeln oder dem jeweiligen Set die Geschichte, das Skript unterstützt. Es ist ein großer Unterschied, ob jemand sich in einem Film alleine fühlt zum Beispiel, dann gestaltet man den Raum dementsprechend leer zum Beispiel. Man benutzt vielleicht ein großes Möbelstück, damit die Person klein aussieht. Wir haben zwei Hauptcharaktere, die haben jeweils eine Farbe. Das heißt, die Frau, die Olivia, ist orange und der Tristan, der Mann, ist eher bläulich. Und wir arbeiten mit diesen zwei Farben auch. Das heißt, hier in Brunnen für unseren Film bin ich verantwortlich für alles, was man auf der Kamera sieht. Alle Sets müssen montiert werden, es müssen Räume gestaltet werden, es müssen Räume kreiert werden. Man improvisiert oft. Wir haben gerade, das sind dann für Kleinigkeiten, versucht aus Tee Whisky zu machen, also Tee zu finden, der genau die gleiche Farbe hat wie Whisky. Ich laufe ganz oft auf der Straße mit irgendwelchen Dingen in den Armen rum, dass Leute mich anschauen und denken, was macht sie denn da? Also was, klar, das sieht halt auch erstmal ganz, ganz wild aus. Wir müssen uns immer mit der Kamera und dem Regisseur absprechen und werden natürlich auch Sachen verändert. Aber meistens komme ich in einen Raum und weiß ungefähr, wo die Sachen stehen. Und oft werden Sachen auch gefälscht. Das kann man, glaube ich, auch in den Behind the Scenes ganz gut sehen. Also wir haben Möbel und Spiegel, die mal einen Meter weiter rechts stehen, mal einen Meter weiter links. Das fällt auf der Kamera nicht auf. Aber es sieht halt besser aus. Ich glaube, dass wir uns mit Regie und Kamera sehr gut eingespielt haben und auch ziemlich schnell. Wir kannten uns vorher eigentlich fast gar nicht. Mit Diana arbeite ich seit einem halben Jahr jetzt zusammen und auch sehr eng. Und ja, kann nur Positives berichten. Also ich bin super happy, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, sie auch mit mir. Viele schlaflose Nächte, sehr viele Dinge, an die man denken muss. Und man braucht auf jeden Fall ein Team, was, ja, was gut aufgebaut ist und was hinter ihm steht. Ich bin die Art Directorin. Kann ich nochmal? Ja. Second AD? First AD, shit. Nochmal. Hast du noch eine Frage? Ja. Wand, die wir gebaut haben, aber im Endeffekt Changes gemacht. Da werden natürlich auch Sachen verändert. Das cuttest du, ne? Das reicht es. Ja, es war schon, du musst ganz viel editen. Huh? Das längste von allen, oder nicht? Super. Das war's, oder? Ja.